Ich glaube, du kennst das auch. Man wacht morgens auf, überall klemmt's, man ist völlig eingerostet. Ich bin Roland Diebscher-Bracht und wir machen jetzt ein paar Übungen zusammen. Erstmal regeln wir uns. Richtig schön die Arme langziehen und die Beine hängen über das Bett nach unten. Und du bringst deine Lendenwirbelsäule auf die Matratze und dann merkst du, dass es in den Beinen schon schön spannt und dass alles sich schon schön ein bisschen dehnt. Versuch immer länger zu werden und versuche deine Beine immer mehr nach unten hängen zu lassen und dabei den Bauchnabel zurückziehen und den zurückgezogenen Bauchnabel verwenden, damit die Lendenwirbelsäule am Boden bleibt und währenddessen immer weiter ziehen. Immer weiter schön die ganze Wirbelsäule vom Becken nach oben mit den Armen in die Länge ziehen. Auch mal den Winkel ein bisschen ändern, die Arme in den Schultern ein bisschen drehen, ein bisschen rotieren. Und dann legst du dich wieder auf den Rücken und drehst dich, lässt dein rechtes Bein auf die linke Seite fallen und lässt den rechten Arm schön nach unten sinken und merkst diese Rotationsspannung. Am meisten oberhalb des Beckens, lass dich schön reinsinken. Schlaf noch ein bisschen weiter, geh in die Entspannung und spür, wie dein Körper so langsam immer mehr in die Bewegung kommt, indem er sich immer mehr nach rechts in die Rotation reindehnt. Tief einatmen und ausatmen, Sauerstoff in den Körper holen. Ich hoffe, du schläfst bei offenem Fenster. Das würde ich dir auf jeden Fall empfehlen. Tief ein, tief aus. Und dann drehst du dich auf die andere Seite, legst das linke Bein raus und drehst dich mit dem linken Arm zurück, hältst dein linkes Bein mit der rechten Hand fest und machst das Gleiche zur anderen Seite. Schön aufziehen lassen. Tief atmen, tief ein und tief aus. Und ruhig aktiv versuchen, mit dem linken Arm immer tiefer zu kommen. Die Müdigkeit der Nacht rausdehnen. Immer tiefer ziehen den Arm. Immer weiter, dreh auch den Kopf dabei. Immer tiefer ziehen. Und langsam hochkommen und zum ersten Mal heute Morgen aufsetzen und direkt auf alle Viere gehen. Den Rücken runden und das Becken sinken lassen. Schön nach unten sinken lassen zunehmend. Und genießen. Und nimm deinen Kopf schön nach oben. Immer weiter, immer mehr. Versuch immer weiter über dir an die Decke zu schauen. Tiefes Einatmen, tiefes Ausatmen. Zieh die Schultern runter. Stell die Füße auf die Zehen. Und öffne immer mehr diesen Bogen nach vorne. Schön atmen. Und dann kommst du zurück und setzt dich und ziehst dich im Sitzen nach vorne. Und jetzt spürst du die Dehnung im unteren Rücken. Zieh dich immer weiter nach vorne. Noch weiter, noch weiter, noch weiter und noch ein bisschen. Und noch ein bisschen. Und geh ein bisschen nach links, ein bisschen nach rechts. Und schwinge dich so ein bisschen
oder bewege dich seitlich ein bisschen hin und her. Und komm wieder raus. Geh in die Knie, auf den Kniestand, in den Kniestand. Fühl rein, bewege dich ein bisschen frei. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz anderes Aufstehen. Mach das regelmäßig jeden Morgen.